Eins, zwei, Hydra kommt vorbei. Drei, vier, Daruma ist schon hier. Fünf, sechs, die Geishas haben recht. Sieben, acht, die Wolves haben Macht. Neun, zehn, Anubis wird's verstehen. Ein Lied über die Lords of Metropolis. Dieses Lied singen Kinder bei uns auf den Straßen. Wir haben insgesamt fünf Lords und diese Lords lenken unzählige Welten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die Galaxie ist so groß. Hi, ich bin's wieder, Eiki. Ich stell uns die Lords vor, Eva. Hallo. Warte, Eva, den stell ich vor. Ein alter, kauziger Feldkarte, richtig kauzig. Nebenbei mein Mentor, mein Lehrer, ein ganz unsympathischer Kerl. Provokant, wissenshungrig und emotionslos. Ein Sackgesicht. Sir, ich hoffe für Sie, dass Anubis das nicht hört. Ganz ruhig, Eva, ich hab keine Angst. Er ist schon stark, seine Fähigkeiten, er hat immer wieder sie im Leben. Das nervt, Leute. Glaubt mir, das nervt. Hydra. Lord der Tiere. Hilfsbereit. Treu und ehrlich. Loyalität und Freundschaft sind sehr hoch geschrieben. Sie hassen, ausgenutzt zu werden. Respekt steht an erster Stelle. Fähigkeiten von Hydra. Jeder Kopfverlust bedeutet, dass sie stärker wird. Ein kleiner Tipp, Leute. Nicht den Kopf abpacken. Das solltest du unterlassen. Ich meine es. Ernst. Lass das. Daruma. Lord der Weisen. Erfahrung, Weisheit und Rat. Intelligent, nachdenklich und mächtig. Politisch unterwegs, reden gerne. Sie hassen es, wenn du ihnen nicht zuhörst. Fähigkeiten von Daruma. Er kann die Elementarenergien sammeln und einsetzen. Nimm mal zur Sicherheit einen Regenschirm mit. Oder vielleicht Bräunungscreme? Ich weiß es nicht. Die Geisha. Lord der Kitsune. Anmutig, charmant und gebildet. Geistreich, temperamentvoll und lustig. Sorgen für Recht und Ordnung genießen sehr. Sie hassen Diskriminierung, Lügen und Kämpfe. Fähigkeiten von Geisha. Gedanken lesen, Gefühle manipulieren und Psychokinese. Blumen. Schenkt ihr Blumen? Ein kleiner Tipp. So klein war er gar nicht. Der Wolf. Lord der Pangus. Stark, stolz und mutig. Aufopferungsbereitschaft, Kampf für die alle. Führen die Gesetze durch, ähnlich wie die Polizei bei euch. Sie hassen Regelbrüche und freche Menschen. Fähigkeiten von Wolf. Er kann die Größe der Materien ändern. Auch die Größe von sich selbst. Ihr dürft zweimal raten, mit wem ich am meisten Stress hab. Sie sind vielleicht auch frech. Ja, Eva. Ja. Leute, wir werden zurück nach Metropolis fliegen und Bericht der Stadt erstatten. Und ich weiß, ihr werdet mich vermessen. Keine Angst, ich werde ja wieder zurückkommen. Wir haben ja eine Rechnung mit EA offen. Typisch, EA halt. Ich bin bereit. Also kommt mit. Die Reise beginnt jetzt. So, meine Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zu der letzten Folge von Staffel 1 A Star Rises. Ich werde heute die Folge nicht so lange halten. Es hat alles gepasst. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben und auch tontechnisch wirklich das Beste versucht für euch rauszuholen. Meine Folgen sind wirklich auf Apple-Geräte abgestimmt. Wenn ihr sie mit AirPods oder mit anderen Geräten von Apple anhört, wird der Sound auf jeden Fall deutlich besser. Ja, kommen wir heute zu der Folge. Ich sehe gerade, ihr habt fleißig kommentiert. Geiler Shit, Intro war Monster, war cool, echt cool. Ja, super, Dankeschön vielmals, wirklich, danke. Freut mich auf jeden Fall sehr, wenn es euch gefallen hat. Wie geht es mir? Mir geht es wirklich gut. Mir geht es sehr gut. Ich war gestern nur müde. Ich war sehr müde gestern. Und ja, heute geht es mir blendend, Leute. Und ein wichtiger und ein richtig cooler Manager, ein berühmter Manager von Jogger Bonito von früher, ja, Dani heißt er, hat immer zu mir gesagt, dass ich niemals aufgeben soll. Und das mache ich nicht. Ich werde nicht aufgeben, ich werde weitermachen. Und auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall immer wieder Fehlschläge. Das gehört dazu. Ich lerne draus und ich mache auf jeden Fall weiter. So.
Dann kommen wir heute zu FIFA. Was machen wir heute Schönes, Leute? Wir haben gestern eine Legende gezogen, ein Icon-Packout gemacht im Livestream. Dann würde ich schon zu der Folge kommen. Wir haben, wie gesagt, gestern eine Legende gezogen. Ich zeige euch mal, wen wir gestern gezogen haben. One Piece. Und zwar, wir haben gestern Pavel Nedved gezogen. Wir haben den gestern ein bisschen getestet, ein bisschen gespielt. Und ja, ich fand ihn jetzt nicht gut, aber wir werden ihn heute weiterhin testen. Dann kommen wir zu der nächsten Überraschung. Ich werde noch ein Icon-Pack ziehen. Und zwar, okay, da gehen wir mal durch. Ich habe insgesamt so 8. Ich glaube 8. Insgesamt kann man diese Woche oder die nächsten Wochen noch 9 Tokens sammeln und dann kommen weitere 9 Tokens und dann kann man dann insgesamt 18 Tokens sich erspielen und mit diesen 18 Tokens könnt ihr dann, wie ich schon bei der letzten Folge gesagt habe, dann folgende Optionen auswählen. Ich werde die Option auswählen, dass ihr gleich mal schon wisst. Ich habe mich entschieden für einmal Basis Mittel Icon Pack, Leute, und für mittleres Icon Pack. Und dieses mittleres Icon Pack werden wir dann nächsten Monat oder nach 2 Monaten ziehen. Und heute werden wir auf jeden Fall Bass Mittel Icon Pack ziehen. Nedved war Luft gestern. Aber der könnte dafür war richtig gut sein, muss ich sagen. Also von daher richtig geil. Wieso ist King Czech eigentlich nicht im Tor? Weil King Czech noch ein bisschen zu teuer ist. Und ich muss sagen, da ich kein Geld investiere, ist es sehr, sehr schwer, Coins sich zu erwischen. Czech werde ich auf jeden Fall noch reinbringen. Ich habe mich sogar überlegt, ob ich Casillas mal testen soll. Einfach so. Und dann drücke ich auf Start und Team absenden. Somit haben wir unser Basis-Mittel-Icon-Pack. Warum mache ich das Ganze? Und zwar sind die Preise ziemlich... Ich habe wirklich vor, auf FIFA aufzuhören. Und das sage ich wirklich mit einem Herzen, gebrochenen Herzen. Warum ist das so? Weil das Spiel ist mir einfach zu Pay-to-Win geworden. Wirklich zu Pay-to-Win. Das sind einfach zu hohe Summen. Und ich will einfach kein Geld dafür ausgeben. Ich möchte einfach nicht die ganze Zeit Geld reinstecken. Ich habe dieses Team ohne Geld aufgebaut und ich bin einfach stolz drauf, aber es ist halt echt nicht möglich, mit den Besten mitzuhalten, wenn du da kein Geld reinsteckst. Und das ist halt einfach traurig. Und so macht es dann halt auch keinen Spaß. Also Leute, dann auf das neue Jahr 2022. RIP for President. Ja, sicher. Leute, bitte wünsche mir viel Glück. Ich wünsche mir da irgendein Brasilianer. Einfach nur ein Brasilianer. Mehr will ich nicht. Also, auf 3. 1, 2, 3. Ich will gar nicht hingucken. Ich gucke nicht hin. Ich gucke einfach nicht hin. Bitte sagt, dass er durchläufig ist. Bitte sagt mir irgendwas. Also, ich drehe mich jetzt um. Czech! Hey, wir haben einfach Czech! Hey, Umut, wir brauchen den nicht mehr kaufen. Ich hab doch gesagt, babam, bam, hab ich doch gesagt, geil. Captain, Torwart, guck mal, diesen Hellmann, geil, freu mich. Wir wollten Czech kaufen, jetzt haben wir einfach Czech gezogen. Jawohl, na geil, auf den freue ich mich. Es könnte viel schlimmer enden, Leute. Deswegen ist das echt ein geiler Triumph für mich und auch für euch. Vielleicht habt ihr jetzt einfach Bock denn jetzt zu sehen, wie er spielt, dann werden wir heute höchstens zwei Partien, je nachdem, machen. Guck gerade im Chat, geil, Czech, ja Mann, voll geil, finde ich auch. Freue mich wirklich drauf, also ich wollte wirklich irgendeinen guten ziehen, weil Nedved war gestern schon ein bisschen traurig. Komm rein. So, ich würde aber James spielen lassen, oder soll man den Owusu? Oh, wusstest du, das sieht auch nicht so schlecht aus, Leute, oder was? Hier, sollen wir daran so mit James drin lassen? Wen würdet ihr denn draußen haben wollen? Ich will... Okay, Eile. Für dich auf jeden Fall, oh, wusstest du. Schon der Name ist schon cool, ne? Collins U17. Echt? Ist der... Ah, okay. Was ist das? A-Jugend, BVB, U21. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, interessant. Schaut mal, den Spieler würde ich auch gerne haben. Mbappé. Aber... Der kostet 1,4 Millionen oder so. Das ist so heftig. Okay, dann würde ich heute mal den Kale probieren. Schon allein, weil das so einen Link hat. Okay, das ist sozusagen die Mannschaft, Leute. Ich würde heute so spielen. Habe ich was vergessen? Wohl, Petit können wir auch mal testen. Ihr müsst mal achten bei Petit. Der sieht von oben aus wie ein Mädchen. Dann wäre die Mannschaft soweit ready. Also ich stelle euch meine Mannschaft vor. Auf der linken Seite, Linksverteidiger, ist unser Winter. Dann Innenverteidiger ist Collins, Innenverteidiger De Ligt, rechts Owusu. Owusu, wie soll ich das aussprechen? Owusu. Dann auf der rechten Seite Sancho, dann Mittelfeld Petit mit unserem Riquelme.
Links Nedved. Dann haben wir Kale. Den können wir boosten. Den sollten wir boosten, weil der ist ja potlangs. Also Leute, dann habt Spaß. Macht mal Musik an. Machen wir heute epische Musik, weil ich will heute unbedingt gewinnen. Ich sag euch jetzt schon, was gestern passiert ist. Ich habe gestern 3 Spiele gespielt und alle 3 verloren. Ich weiß nicht, was los war. Die nächste Folge, was ich dann machen werde, ist dann nächsten Monat, also einen Monat später. Ich bereite alles vor, Staffel 2 wird vorbereitet. Ich habe da viele Fotoshootings, Videoshooting-Termine und ich werde wirklich euch auf jeden Fall tolle Stories wieder noch zeigen und auch andere Spiele. Wir werden nicht nur bei FIFA bleiben. Also, hab Spaß und genießt heute die Folge. Dann noch ein bisschen Schleichwerbung, Leute. So. Hört ihr jetzt die Musik? Let's go. Gut zu Collins. Rüber. Gut so, gute Seitenwechsel. Bam. 1-0. Okay, auf geht's, Riquelme, mach was. Oh Mann, Moreno. Der Moreno kann halt von fern nicht schießen, aber der ist halt flink wie ein Wiesel. Das ist mein junges Talent, mein Rohdiamant. Ich spiele nicht nur mit Mbappé. Obosu! Komm, Günther. Jawohl, Junge. Junge, das ist Günther. Nedved, geh. Geh, Nedved. Boah, gut vernascht, Moreno. Zack. Kale ist am Start. 2-0. Gib auf. Danke. Leute, das war ein kurzes Spiel. Das war ein kurzes Spiel. Ich bin heute auch richtig heiß. Ich bin wirklich heiß heute. War auf jeden Fall, Kale hat 2 Tore, ne, 1 Tor geschossen. War gar nicht so schlecht. Dann machen wir gleich noch ein Spiel. Das war jetzt ziemlich schnell. Schaut, wie ist die Mannschaft. Hat auch eine interessante Mannschaft. Mit Messi auf der rechten Seite. Wäre auch ein geiler Spieler für mich. Komm. Klasse Ball, Günther. Klasse Ball. Komm, gute Flanke, Nedved. Oh nein, Kale. Boah, gut gemacht. Schade, aber war ein guter Ball. Das Problem an Nedved ist, er ist halt nur 4 Sterne. Oh, Nedved, Mann, Nedved. Okay, der Gegner ist auf jeden Fall deutlich besser. Obosu, komm. Boah, macht er jetzt Show gegen mich. Ich bin sauer. Wie gesagt. Aber der Gegner ist gut, Leute. Ich kann mich jetzt nicht mehr aufs Chat. Ich will unbedingt gewinnen. Deswegen mache ich mal schon gleich nächste Song gleich auf, wenn ich Zeit habe. Okay, der Gegner ist auf jeden Fall besser, deutlich besser, als der andere. Der schießt auch von der... Ey, warum wechselt ihr so blöd? Okay, let's go, komm, gleich Konter. Moreno läuft. Oh, was ein schlechter Ball. Oh, der muss ankommen, Junge. Gut so, Petit, guck mal, wie ein Mädchen. Aber richtig cool, sieht von oben richtig cool aus. So schöne goldene Haare hat der. Oh, Moreno. Also, ich brauche wieder Musik, Leute. So, mach mal bitte das da. Das gefällt mir immer ganz arg. So. Hört ihr was? Nee, ich ja auch nichts. Fuck, ich brauche jetzt Startschuss. Ohne Musik geht es ja mal gar nicht. So. Oh Mann. Ich schieße den Ball jetzt mal kurz raus. So. Let's go. Okay, ich muss mich jetzt mal anstrengen, weil bisher habe ich so ein bisschen locker easy gespielt.
Geh weg mit deinen billigen Tricks, der Mann. Du musst schon ein bisschen eine bessere Trick machen, um da bei mir vorbeizukommen. So, oh nein, Mann, der Petty, was so blöde Bälle der macht. So ganz, oh, Collins, was ist mit dir passiert? So, rein mit dir, zack und zack. Oh nein, Nedved, wieder so ein blöder Ball. Klasse, Günther. Wer ist schon Messi, wenn ich Günther habe? Rüber, ganz rüber. Guter Ball. Mitte, 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 Mitte. Oh. So. Was? Scheiße. Wie steht, du musst auch eher Kimodo schalten. Ja, muss ich. Das werde ich auch zweite Halbzeit, glaube ich, machen. Weil der hat mich vorhin provoziert mit dem Trick, versteht ihr? Ich mag das nicht, wenn man mich provoziert. Der hat auch Neymar und keine Ahnung. Messi, Neymar, ihr wisst, was ich meine. Das sind auch Spieler, die fast 1 Million Coins sind, echt. So. So, Moreno, jetzt, ich will was sehen. Ich will was sehen. Du warst wieder feiern gestern, gell? Ja, ja, ich weiß das. Ich sehe das. Mach Hauptsache dein Tor, wie immer. Oh, der war feiern. Ich weiß, die argentinischen Spieler, die sind ein bisschen undiszipliniert. Ihr versteht, was ich meine. Gehen immer feiern, Brasilianer auch, ganz, ganz schlimm. Aber egal, der passt, hat sich gelohnt. Sancho! Oh Gott! Ey, Leute, ich würde Sancho safe nicht spielen lassen. Der hat bis jetzt noch kein Tor geschossen, Falk. Eigentlich mag ich den Spieler, aber keine Ahnung, der ist bei mir nicht so brutal, wie es mir vorstellen würde. So. Okay, aber ich würde jetzt mal ganz klar in den EIQ-Modus gehen. Was sagt ihr? Sollen wir in den EIQ-Modus gehen, weil ich will gewinnen? Ja, muss meine Finger vorbereiten, weil es tut immer weh, wenn ich in den EIQ-Modus gehe. Warte mal ganz kurz. Wir gehen in den EIQ-Modus. Also, machen wir mal hier. EIQ-Modus aktivieren. Let's go. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Okay. Nein, Owusu. Oh, hat's bei euch auch so geleckt? Ich bin halt im EIQ-Modus, versteht ihr? Da geht die Internetverbindung sogar mal. Nein! Komm, 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 komm! Pressen, pressen! Oh, shit! Nein! Collins, komm schon! Komm schon! Oh, gut gemacht. Fuck. Das wird jetzt echt schwer. Egal, 2-0, das ist noch gar nichts. Noch gar nichts. Scheiße. Scheiße. Auf geht's, Jungs. Meine Damen und Herren, mein Name ist Eiki und das ist meine Folge. Weiter. Nicht aufgeben. Was denkt ihr, schaffe ich 3-0 noch? Manager, ich brauche deine Hilfe. Joga Bonito, Manager. Nein! Der muss ankommen, Mann. Oh, Mann. Komm schon, Jungs, komm. Bitte gib noch nicht auf. Oh, Mann, Moreno, was ist los heute mit dir? Du hast zu viel gesoffen gestern. Owusu, Owusu? Jawohl, Junge.
Auf geht's, Jungs. Wir haben noch 20 Minuten. Nein! Shit. Junge, ich schwimme. Oh Mann, jeder Ball wird abgefangen von mir. Nein! Riquelme, Mann! Egal, weiter. Scheißball, Moreno! Scheißball! Mann, egal, ich reg mich heute nicht auf, ich reg mich nicht auf. Ich hab gesagt, ich reg mich nicht auf. Gut so. Komm schon. Boah, Mann, der Sancho, der geht mir so auf den Geist. Der ist so schlecht. Und der Petit spielt auch nicht so gut. Nein. Klasse, Collins. Nein, scheiße, Collins. Na gut, gut so. Mann, Leute, Mann. Schau das an. Boah. Scheiße. Scheiße. Ja, IQ-Modus gerade voll für den Arsch, ne? Aber ich fühl's gerade auch nicht. Tschech rettet mir gerade voll den Arsch. Aber der ist wirklich sehr guter Gegner, muss ich ehrlich sagen. Was macht der in der Liga 2? Geh wieder in die Liga hoch. Gut, aber. Egal, Leute. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Wir haben dieses Jahr nicht so viel gespielt, aber wir werden es noch machen. Und dann ist EA mal sowas von fällig. Ja! Was denkt ihr? 5 Minuten? Das schafft man niemals. Oder? Obwohl, wer weiß. Scheißball, du Volldepp. Boah, was war ein schöner Ball. Oh Mann, der Messi ist schneller zum Abschluss kommen. Ja, ich weiß. Ja, ich spiele noch ein bisschen rum, aber es war nicht so wichtig. Ich spiele noch nicht so, als würde ich jetzt Weekend League oder so spielen. Ich teste gerade noch sehr viel aus. Vor allem ein paar Tricks, weißt du? Zum Beispiel sowas. Aber ich bin jetzt gerade momentan... Der ist echt guter Gegner. Aber dass ich dann halt so viel kriege, hätte ich auch nicht gedacht. Aber egal. Machen wir Fennel, kauft das Spiel. Ja, definitiv. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war meine letzte Folge. Ihr seht, wir brauchen noch sehr viel Training. Aber die Niederlage ist nicht so schlimm, Leute. Ich habe es wirklich nicht so ernst genommen oder ich nehme es nicht so ernst. Wir sind noch in der Testphase. Die Mannschaft ist noch nicht fertig, ist noch nicht vorbereitet. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, dass wir noch besser werden. Die Mannschaft wird besser, die Spieler werden besser und die Team of the Season Karten kommen. Mein Name ist AIK und das war meine letzte Folge heute. Habt Spaß. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht. Mein Name ist AIK. Zaza Nubik. Sir, was sind denn Ihre Gedanken? Meine Gedanken, Eva? Ihr könnt meine Gedanken hören, sie jedoch nicht. Time Freeze. Ihr wollt meine Gedanken hören? Scheiße! Ich hab's echt durchgezogen. Ich hab echt Videos produziert und hab bereits 23 Abonnenten. Ha. Was sagt ihr jetzt? Ha? Meine Lieblingszahl, 23. Was für ein Zufall. Ich glaube es nicht. Ich hab bereits 23 Maschinen hinter mir. Ist nicht viel. Alles gut, Leute. Ich hab bei 0 gestartet. Ich bin so froh, dass ich euch hab. Und ich glaube, ich will weiterhin Geschichten erzählen und die Erde lieben.
Sie ist so schön, Leute. Sie wäre richtig schön. Wenn manchmal die Menschen nicht wären und nicht sie, es durch. Und ihr wisst, ich mag die Öffentlichkeit nicht so. So oberflächlich, so monoton und immer das Gleiche. Ihr wisst doch, was ich mein, oder? Jedoch wäre ich ohne Menschen nicht da. Und ihr wisst, ich brauche schöne Stories. Kennt ihr das? Bewerte und hinterlass einen Kommentar. Denn ihr seid die Menschen, die mir genügen. Versteht meine Sprache, sie jedoch nicht. Mach das für meine Kinder später, denen ich mal erzählen kann. Papa war eine Maschine, Mann. Ewa. Stay, stay, stay. Like a wrecking ball. Like a shooting star, like a wrecking ball.